Ahoi, ihr Leichtmatrosen, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit mit The Witcher 3. Zuletzt hatten wir in Gwind und waren eigentlich auf der Suche nach der lieben Yennefer von Wengerberg. Wengerberg? Aha. Mist, jetzt weiß ich nicht mal mehr, wie das genau heißt. Ich glaube, Wengerberg. Müsste ich eigentlich wissen, jetzt wo ich so viel von den Büchern schon gelesen habe. Das heißt, ich bin gerade beim dritten Buch bei. Zwei Kurzgeschichtenbücher habe ich hinter mir und gerade in der festen Romanreihe bei. Aber das nur so als schmückendes Beiwerk. Wir haben hier noch jemanden, den wir ansprechen können, nach Yennefer. Ich suche eine Frau. Wie jeder. Nicht wie jeder und nicht irgendeine Frau. Meine riecht nach Flieder und Stachelbeeren und wie ist immer schwarz-weiß gekleidet. Zwei Schnäpse. Der wird deine Stimmung heben. Natürlich, immer doch. Gut, ich trinke was. Können wir zur Sache kommen? Hast du sie gesehen oder nicht? Yennefer von Wengerberg? Genau, Wengerberg. War ich doch richtig. Aber diese Inszenierung mag ich, dass nebenbei was passiert. Aber du hast sie perfekt beschrieben. Und was ich mal gehört habe, vergesse ich nie mehr. Kann nichts dafür. Neuen Gegenstand erhalten. Wunderbar. Ja, erstmal fragen, wer er ist. Was ist dein Beruf? Wer bist du? Ein schäbiger Vagabund. Gaunter Odim. Zu deinen Diensten. Vagabund? Seit wann ist das ein Beruf? Einst war ich Spiegelhändler. Die rasende Menge nannte mich Spiegelmeister und Mann des Glases. Woher kennst du Yennefer? Welch eine Frage. Aus Meister Rittersporns Balladen natürlich. Natürlich. Andere Möglichkeiten hat ein bescheidener Kaufmann nicht, mit wahrer Größe in Berührung zu kommen. Sofern er nicht so viel Glück hat wie ich, heißt das. Und auf einen äußerst geduldigen Hexer stößt? Auf Geralt von Riva selbst, den Schlechter von Blaviken. Gut informiert. Und kennst du mich auch aus Meister Rittersporns Balladen? Auf deine Gesundheit. Oh ja, der Meister Rittersporn. Der ist genial. Mal sehen, wann wir den treffen. Hast du Yennefer gesehen? Verzeih mir, aber ich muss fragen. Geht es um die Liebe? Das geht ihn mal verflucht nichts an. Geht dich nichts an. Ja, ich als Vagabund verdiene keine Erklärung. Was weißt du? Sag's mir. Bevor du kamst, wäre ich nie auf die Idee gekommen, dass das Yennefer war. Wer hätte ahnen können? Komm zum Punkt. Ein nilfgaardischer Späher der örtlichen Garnison hat sie gesehen. Wo? Bei ihrem Lager. Sie ist da reingeritten, mitten in der Nacht, schwarz-weiß, Stachelbeeren und, sie hatte einen harschen Austausch mit dem Garnisonskommandanten und ist davon geprescht. Wohin? Ich bin nicht allwissend. Frag in der Garnison. Ja, ja. Danke. Wir Männer der Straße müssen zusammenhalten. Vielleicht bin ich eines Tages in Schwierigkeiten und du bist in der Nähe und kannst helfen. Weiß gar nicht, ob ich den mal danach getroffen habe in meinem ersten Spiel. Keine Ahnung. Naja, sonderlich auskunftsreich war der nicht, aber ich habe zumindest einen Hinweis, wo es weitergeht. Ist doch immerhin etwas. Ja? Was ist denn, Wolf? Ja, dann kann ich noch nichts erzählen, aber dann, wenn wir schon Dialogoptionen haben. Weißt du, dass es schon ein halbes Jahr her ist, seit wir den Bies in Vorune gejagt haben? Ja, obwohl es nicht nur ein Bies war. Wie hieß der Bastard? Drugan? Möge die Erde leicht auf ihm ruhen. Die Dinge waren schon mal einfacher. Monster waren böse, Menschen gut. Jetzt ist alles durcheinander. So war das schon immer. Du hast es nur vergessen. Ha, du musst gerade auf meinem Alter herumreiten. Du bist selbst schon fast 100.
Wie gesagt, die Hexer, die wären ziemlich alt und Geralt ist auch nicht der Jüngste. Aber Vesemir ist noch weit über 100 alt. Bis später, Vesemir. Aber frag mich nicht, wie alt, da habe ich bisher auch nur vage Aussagen in den Büchern gelesen. Alt wird aber sein. Ausgetrunken! Ach, hallo Freunde. Dann verpiss dich! Wir wollen deinesgleichen hier nicht. Oh, wenn wir schon vorhin bei den Zeichen waren, machen wir damit mal munter weiter. Ich hab dir nichts getan, also beruhige dich. Natürlich nicht. Nein, nichts getan. Der Hurensohn hext hier rum. Auf ihn! Immer noch! Nicht nachlassen! Ups. Machen wir es mal auf die schnelle Art und Weise. Ach, ist die. Immer noch mal die. Ach, da war die Parieren-Taste. So. Muss ich erstmal wieder auskommen. Nach dem Päuschen nach der ersten Folge. Oh, habt ihr was Schönes bei euch, was ich euch klauen kann? Nee? Schade. Ja, oh, der soll mal schön liegen bleiben. Sie haben uns die Ernte weggenommen. Ja, jetzt werde ich sogar daran erinnert, wie ich speichern kann. Wunderbar. Aber brauche ich gerade nicht. Oh, ein bisschen Zutaten sammeln. Also haben die Leute einen Hexer, der auf der Jagd. Schau mich nicht so an! Oh, ist das nicht herrlich, wie viel Leben hier ist? Bumm, da haben sie ihn. Ja, so war's. Nur war es so ein Ertrunkener, der den Jungen entführt hat. Der Hexer hatte damit nichts zu tun. Waschen, ausklopfen, freche Kinder, alles was man braucht. Wieder annehmen. Angeblich haben sie ihn husch-husch in einer Gruft begraben. Und die diskutieren in meiner Gegenwart munter über abstruse Hexertheorien. Böse, böse. Ein Schwein, das mit Schilling und Nachtschatten gefüllt war. Der Greif hat's gefressen und jetzt ist er angepisst. Du redest größeren Schwachsinn als eine Mittagserscheinung. Ach, hier ist doch echt lieb. Was willst du? Ja, einmal drüber. Mutant. Geudemar, wir essen in unserem. Bringst du ein Gläschen mit mir? Sie ich heiße jetzt Dervan. D-E-R-V-A-N. Nicht Geudemar. Aber warum denn? Ich weiß, welchen Namen du beim Beschnitt bekommen hast. Was für ein Name ist das überhaupt? Dervan. Nilfgaardisch. Meine Großmutter war aus Nazair. Ach, so ist das. Dann eben Meister Dervan. Möge dich die goldene Sonne weit weg aus meinem Land führen. Gibt's denn niemanden, der was für mich zu tun Gibt's hat? Neuigkeiten aus Vesemir? Ach. Ihr wollt mir nichts Gutes. Ich bin traurig. Niemand hat den armen Hexer lieb. Aber ein wunderschönes Anschlagbrett haben wir hier. Am Morgen hat er die Hose voll. Den mag ich, den Jungen. Du bist ein guter. So, was haben wir denn hier? Ein kaiserliches Edikt Nummer 1845. Hiermit sei kundgetan, dass sich auf Befehl des Fürsten Führungsstabes seiner kaiserlichen Majestät alle tauglichen Männer aus Weißgarten. Achso, das geht hier quasi nur um Befehl zum Dienen für Nilfgaard. Gesucht Deserteur. Ja, ein Deserteur namens Udrin, der bei der Garnison gemeldet werden soll, wenn man Informationen hat. Suche Flug zum Ausleihen. Kann man mal nehmen, aber ich glaube nicht, dass wir irgendwie was machen können. Ich wüsste nicht, dass ich einen Flug besitze. Freiwillige Besuch gesucht. Ja, auch hier für Rekrutierung.
Nö, will ich eigentlich nicht, aber nehmen wir einfach mal. Man kann ja alles nehmen. Bruder, wo bist du? Ja, das klingt schon etwas besser. Mein Bruder Bastian ist gegen die Schwarzen gezogen. Ich habe Anlass zur Annahme, dass er an der großen Schlacht in der Nähe teilgenommen hat. Bis heute ist er nicht zurückgekehrt, wie so viele, wie man berechtigt sagen mag. Doch wenn er gefallen ist, was ich befürchte, dann will ich ihn wenigstens begraben, wie es schon unsere Vorfahren getan haben. An der Seite unserer Eltern, anstatt ihnen den Leichenfressern auf dem Schlachtfeld zu überlassen. Ich suche also einen Tapferen, der das Schwert zu führen weiß und bereit ist, mit mir auf die Suche nach Bastian zu gehen. Viel kann ich nicht zahlen, da ich nicht viel habe, doch mit Dank werde ich nicht geizen. Wer mir helfen will, suche die zerstörte Hütte an der Straße nach Weißgarten auf, nahe der Brücke. Dort habe ich mein Lager aufgeschlagen. Dune Wildenwert. Ja, den werde ich dann später mal aufsuchen. Und den Auftrag, Teufel am Beinbrunnen. Gute Leute, ich weiß, es ist Krieg und ihr habt alle schon genug Ärger. Aber vielleicht kann jemand einem Vater in Not helfen. Ihr kennt doch sicher den Brunnen im verlassenen Dorf und den Teufel, der ihn so eifersüchtig bewacht. Wenn nicht, kommt zu mir, dann erzähle ich euch alles. Wer dieses Monster vom Brunnen vertreibt, soll ein pralles Goldsäckel erhalten. Aber beeilt euch, es ist dringend, von Odulan. Das klingt auch nach einem Auftrag für einen Hexer. Was sagst du da? Ich weiß, was ich weiß. Unser schießt sich für die Schwarzen aus, kleine Kugel. Oh ja, das war eine interessante Geschichte. Du spielst doch nicht mehr mit Chet. Aber er ist mein bester Freund. Chetty ist ein Dummkopf, der uns noch alle... Was soll ich machen zum Teufel? Der will es. Was? Gott will es, Bruce will es, wie auch immer. Was ist denn passiert? Ach, ich habe ein bisschen gefröstelt letzte Nacht. Da habe ich meine Schmiede abgefackelt. Hat fein geprasselt. Ich habe mir Würstchen gegrillt. Was glaubst du denn, was passiert ist, Armleuchter? Irgendein Piss hat mir die Werkstatt angesteckt. Ich habe alles verloren. Alles. Das ist nicht gut. Aber nicht mit mir hier so reden, ne? Vorsicht mit den Beleidigungen, sonst trage ich noch zu deinem Unglück bei. Hast du einen Verdacht? Das ganze Scheißdorf. Ich lebe schon ein halbes Jahrhundert hier. Ich dachte, sie sehen mich als einen der ihren. Aber als die Schwarzen kamen, wurde alles anders. Ich bin hier der einzige Schmied. Also muss ich für ihre Garnison arbeiten, Rüstungen ausbeulen, Pferde beschlagen und so weiter. Die Nilfgaarder zahlen mir keinen verdammten Koppen. Die geben mir nur das Material und Befehle. Aber das können die Menschen sich nicht vorstellen. Die meinen, dass ich auf Kosten ihres Unglücks reich werde. Dass ich schon auf einem Berg Gold schlafe wie ein Drache. Sie reden nicht mehr mit mir. Sie spucken aus, wenn ich vorbeikomme. Und jetzt das. Ich kann deinen Brandstifter suchen, wenn du was springen lässt. Ich habe nicht mehr viel. Aber das kriegst du alles, wenn du den Wichser findest. Damit er kriegt, was er verdient. In der Brandnacht habe ich Bewegungen vor der Hütte gehört. Bin rausgegangen, um nach Spuren zu suchen. Habe aber nichts gefunden. Aber ich bin ja auch nicht der mit den Katzenaugen. Stets? Viel Glück! Gut, Auftrag verstanden. Ich soll den Wichser suchen. Dann mache ich mal. Nee, hier sind ja die Wachen in der Nähe. Hier sollte ich nichts einfach aufnehmen. Oh, komme ich nicht rein? Interessante Orte. Die Welt steckt voller interessanter Orte, voller Gefahren und Schätze. Diese Orte sind auf deiner Minikarte mit folgenden Symbolen markiert. Blablabla, lala, lest euch selbst durch. Aber eigentlich sprechen die Zeichen für sich. Wenn ich hier mal die... Warte mal, wo war die Karte? Da, Weltkarte. Badam. Wir sind gerade in diesem schönen... Was hier alles gerade an... Hallo, ich möchte mich navigieren. Was hier alles kommt. Wir sind gerade in diesem schönen Dorf an der Klagebrücke. In Weißgarten, ja. Genau. Hier werden wir später noch ordentlich sein. Habe ich mir so sagen lassen. Und aber erstmal
haben wir hier noch ein kleines bisschen zu tun auf dieser Karte, wie man sieht. Da gibt es noch ein paar Fragezeichen und dann kann man ein bisschen was entdecken. Flieder und Stachelbeere, ja, das muss die Nilfgaarder Garnison sein, von der die Rede ist. Da werden wir nachher vorbeischauen, aber erstmal kümmern wir uns um den Wichser. So. Was kann uns die Hexe sich zu sagen? Dass hier Pflanzen zum Sammeln sind. Waffen aufwerten. Verwende spezielle Schleifsteine, um deine Waffen vorübergehend aufzuwerten. Nö, gerade keine Lust. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Ach, Mensch. Wieso finde ich hier nichts? Verteufelt aber auch. Ah, da habe ich was, da habe ich was. Zunder. Der Brandstifter muss hier eine Fackel angezündet und sie aufs Dach geworfen haben. Und dann ist er durch den Garten verschwunden. Einmal weiter. Und hier ist es bewusst, dass man den Weg vorgegeben bekommt. Weil die Hexersinne geschärft sind, nach Dingen zu suchen, die dem normalen Menschen verborgen bleiben. Unter anderem so einen Spuren. Die kann man natürlich, denke ich, auch so ein bisschen so sehen, oder? Stiefelspuren. Ein Mann. Ein großer. So. Einmal kurz weg und nochmal wieder hin. Ja, man sieht die Spuren auch so. Brauche ich jetzt nicht unbedingt die Sinne gerade. Aber hier vielleicht. Hat die Stiefel ausgezogen und ist ins Wasser gegangen. Wollte wohl seine Spur verwischen. Ach, aber vielleicht kommt sie ja wieder. Irgendwo muss er ja aus dem ganzen Kram auch wieder raus. Ups. Oh, das ist ein Händler. Gehen wir doch mal kurz vorbei. Hallo Kaufmann. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Ach der. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer, aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht, meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Klingt nach einem Deal. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. Zum Beispiel... Ja, kann man sich gönnen, tue ich auch. Ebenfalls das. Hier haben wir noch eine Seite für einen Greifenabsud, hilft uns bei der Alchemie. Pass auf dich auf. Ah, muss ich nachher meinen Gewinnkartensatz mal ordnen. Aber erstmal. Schauen wir, ob es nicht irgendwo wieder Spuren gibt. Irgendwo muss es doch hier Spuren geben. Vielleicht auf der anderen Uferseite hier. Taucht auf die Kotblase im Wasser. Meine Hexersinne müssen noch irgendwas mitbekommen. Och, Kines. Bin ich jetzt überhaupt noch richtig? Weiß ich ja gar nicht. Haha, in welchem Arm war das nur gerade gewesen? Da waren die letzten Spuren. Eigentlich waren die in diese Richtung. Aber ich gehe mal kurz hier in die Richtung.
Vielleicht findet man ja hier was. Langsam verliere ich aber auch daran den Glauben. Wobei. Wie wähle ich nochmal welches Schwert aus? Ha. Das ist jetzt die Frage. Oh. Ne, jetzt habe ich irgendwas getrunken. Ha. Da habe ich die Schwerter. Ich glaube, dafür brauche ich das Monsterschwert. Und einen Schutzzauber erstmal. Oh nein. Ah, ich möchte mein Schutzschild wirken. Oh, 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 oh. Im Moment habe ich ein kleines Problem. Und auf geht's. Du Scheißertrunkener. Lass dich zerstückeln. Ging doch leicht. Mehr oder weniger. Habe ich hier irgendwie was Schönes zu trinken? Irgendwie habe ich das Gefühl. Naja, Informationen über das Inventar, die ich gar nicht will. Ja, so. Die Mutagene will ich auch gerade nicht. So. Jetzt aber mal schauen. Nee, im Moment bin ich hier so ein bisschen aufgeschmissen. Ertrunkenen hier, das ist doch schön. Ein Schwert der Vrihet-Brigade. Gegenstandsschema, jawohl. Und ein Trankrezept. So, und jetzt mal die Truhe angucken. Eine sidarische Gambeson. Bisschen Erz, ein Runensteinchen. Und noch ein Rezept. Ach, da kann ich noch ein bisschen Monsterblut und Ertrunkenenzunge und Hering wieder. Wunderbar. So. Noch eine Pusteblume. Die sind natürlich wichtig für Alchemie. So. Rezepte und Schemas anheften brauche ich gerade nicht. Für Schwalbe fehlt mir Schöllkraut. Schade. Das wäre nämlich von der Regeneration ganz brauchbar. Dann eben nicht. Aber ich glaube, ich kann hier einfach mal eine Runde meditieren. Und schwupps, bin ich wieder fit. Ja, ich glaube, den Wichser finde ich jetzt nicht ganz so schnell. Werde ich aber sicherlich in der nächsten Folge finden. Also, macht es dann schön gut und wir sehen uns das nächste Mal. Ihr dürft natürlich gerne das Video liken, vor allem natürlich kommentieren. Ich freue mich über
jedem Kommentar, den ihr hier runterschreibt, mit dem ich diskutieren kann mit euch. Und hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder dabei, wenn Daddelzeit ist mit The Witcher 3. Ciao, ciao, euer Bardel.